Hallo und herzlich willkommen wieder hier auf meinem Videoblog. Der Heinrichs hat einen neuen Laptop, den MSI Z16, und ihr erfahrt warum und wieso. Ja, wer mich in meinem Blog hier verfolgt, der weiß, ich habe schon mal einen anderen Rechner vorgestellt, den P65. Und ja, den habe ich leider hier in Afrika geschrottet. Genauer gesagt, hat ihn ein Auto geschrottet, das drüber gefahren ist. Das ja, hat dann auch der Rechner nicht mehr ausgehalten. Deswegen hatte ich jetzt eine Zeit lang einen anderen, einen Prestige-Rechner. Und als MSI jetzt hier den Z16 angekündigt hat, habe ich aber sofort gesagt, okay, ich steige um. Und warum? Ganz einfach. Der Z16 vereint beide Vorteile, die die jeweiligen Geräte vorher hatten, in einem Gerät. Der P65 war ein extremes Arbeitstier, extrem schnell, hat aber auch relativ viel Akku verbraucht, wenn ich es mal nicht an der Steckdose hängen hatte. Der Prestige war nicht ganz so performant, dafür eine große Akkulaufzeit. Und der Z16 hier hat im Prinzip eine tolle Performance mit einer langen Akkulaufzeit. Und zwar eine deutlich, deutlich schnellere Performance. Und warum, das erkläre ich euch gleich. Eins vorneweg, ich arbeite mit MSI zusammen. Die buchen mich für Vorträge und so weiter. Haben aber keinen Einfluss hier auf dieses Video. Aber ich stelle eben auch immer mal wieder gerne meine Arbeitsgeräte vor. Eben nicht nur Kameras, sondern auch noch Laptops oder Desktop-Rechner oder whatever. Weil das gehört hier zu dem Workflow, der heutzutage wichtig ist für uns als Fotografen oder auch als Videofilmer, einfach dazu. Ein Videofilmer, der keinen performanten Rechner zum Videoschnitt hat, ja, kann seinen Job vergessen. Und deswegen gehört es für mich hier genauso in diesen Kanal wie die Forschung von den Kameras oder Objektiven, mit denen ich arbeite. Und ich möchte auch jetzt hier keine Mac-Windows-Diskussion anstoßen. Ich bin aus Gründen bei Windows und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Darum soll es hier nicht gehen. Aber ich möchte euch einfach mal sagen, warum diese Rechnung für mich aktuell die beste Wahl ist für mich. Und vielleicht seht ihr das ja ähnlich. Was ist für einen Fotografen oder Videofilmer wichtig bei einem Laptop, bei einem mobilen Gerät, aber natürlich auch beim Desktop-Rechner? Also gehen wir vom Prozessor, fangen wir an. Da ist der neueste Intel-Prozessor drin. Das ist aber jetzt nicht das Alleinstellungsmerkmal. Das ist einfach wichtig, eine gute Rechenpower. Aber das ist für mich nicht der wichtigste Fakt. Arbeitsspeicher ist da schon ein bisschen wichtiger. Für Fotografen reichen 16 MB oft aus. Aber natürlich, je mehr, desto besser. Und hier mit 32 bin ich hier schon auf der guten Seite, auch was das Thema Videoschnitt angeht. Also 32 GB ist schon eine ordentliche Hausnummer, mit der ich auch unterwegs wunderbar fließend arbeiten kann. Aber die drei wichtigsten Dinge, warum ich mich genau für diesen Rechner jetzt entschieden habe, die kommen eigentlich jetzt. Und ich entschuldige mich jetzt nochmal hier für die Schweißtropfen, die mir von der Stirn laufen. Aber wie gesagt, ich bin hier gerade mitten in Afrika in der Dünenlandschaft bei über 30 Grad. Da habe ich gerade mal die Türen zugemacht und es wird kuschelig warm hier drin. Also bitte entschuldigt hier die kleinen Schweißtropfen auf meiner Stirn. Was ist mir besonders aufgefallen bei dem Rechner, als ich den Produktsheet gelesen habe? Warum habe ich mich dafür entschieden? Also das eine ist der Formfaktor. Das ist, wie der Name schon sagt, ein 16-Zoll-Gerät mit einem Seitenverhältnis. Aber, jetzt kommt das Aber, mit 16 zu 10. Jetzt kann man natürlich fragen, warum denn 16 zu 10? Heute Filme und so weiter, also alles 16 zu 9. Ja, klar, ist es zum Anschauen, definitiv, habe ich oben und unten Platz. Aber wenn ich Videos bearbeiten möchte, muss ich ja vielleicht unter das Vorschauvideo noch eine Timeline packen und noch andere Fenster. Das heißt, ich habe in der Höhe deutlich Platz gewonnen. Also als ich hier das Premiere hier installiert habe, habe ich meine Arbeitsfenster neu, ein bisschen neu arrangiert. Das heißt, ich konnte die Zeitleiste ein bisschen größer machen, die Timeline. Und das Vorschaufenster von meinem Video blieb trotzdem noch groß genug, dass ich alle Details erkennen kann. Also diese Vergrößerung der Höhe bringt mir durchaus Vorteile beim Bearbeiten, gerade von Videos, aber auch von Fotos. Deswegen für mich ein klarer Vorteil und letztendlich von den Außenabmessungen ist er gar nicht so viel größer wie mein vorheriger 15 Zoll Laptop. Deswegen finde ich das eine coole Geschichte, hier auf 16 zu 10 zu gehen. Und wenn wir beim Display bleiben,
Das Display ist natürlich ein Weitgamut-Display. Das ist was, was mir persönlich sehr wichtig ist. Ich möchte gerne so viel Farben sehen, wie es geht. Deswegen, wir haben hier fast eine vollständige Adobe RGB-Abdeckung. Und das ist mir persönlich halt wichtig. Das müsst ihr selbst entscheiden, ob das für euch wichtig ist oder nicht. Und mir persönlich ist es aber sehr wichtig, dass ich einfach sicher weiß, auch wenn ich unterwegs eben meine Bilder bearbeite, dass ich eben alle Farben sehe, die in meinem Bild enthalten sind und dementsprechend auch bearbeiten kann. Ganz wichtiger Punkt oder der Punkt, der mich am meisten überzeugt hat, war die eingebaute Grafikkarte. Und das ist jetzt was, wo ich sagen muss, ich habe mir gerade vor kurzem erst einen neuen Desktop-Rechner zusammengebaut. Da habe ich von Nvidia eine RTX 3080 eingebaut. Bin super begeistert von der Rechenleistung, was das Arbeiten angeht. Und habe jetzt hier eine 3060 drin. Und eben auch noch eine weitere, nämlich sogenannte Studio-Plattform. Das sind im Prinzip Grafiktreiber von Nvidia, die dafür sorgen, dass die Prozesse, die von der Grafikkarte abhängen, einfach schneller werden. Das heißt, ich habe hier doppelt so schnelles Rendering von Videos im Vergleich zur Vorgängerversion. Und gerade die Adobe-Programme, wer schon mal bei Lightroom in den Einstellungen drin war, der kennt diesen Haken hier, Grafikbeschleunigung aktivieren, da kann ich dann die Grafikkarte auswählen. Und hier nutzt quasi jede Berechnung von Lightroom, nutzt die Grafikkarte, den erweiterten Speicher, den erhöhten Arbeitsspeicher der Grafikkarte und eben diese speziellen Studio-Grafiktreiber aus, um die Bearbeitung schneller zu machen. Und das merkt man deutlich beim Konvertieren der Bilder, vor allem eben auch beim Videorendern merkt man diese Beschleunigung deutlich. Wie gesagt, ich kann euch jetzt hier keine Zahlen geben. Also laut Nvidia-Angaben ist es, glaube ich, eine Verdopplung zur 2000er-Serie vorher. Ich kann das nicht nachmessen, ich bin kein Labor. Ich kann euch nur sagen, es macht Spaß. Und wenn ich hier ein Video rendere, das ist schnell fertig. Und das ist eben das Wichtige für mich. Ich kann schnell wieder raus, kann fotografieren, kann Videos drehen und muss nicht so viel Zeit am Rechner verbringen. Und das war der Fakt, der mich persönlich am meisten hier überzeugt hat. Und kleiner Fakt am Rande für die Zocker unter euch. Und da gibt es ja nicht wenige. Ich habe festgestellt, dass ich nicht der Einzige bin, der nicht nur gerne fotografiert, sondern auch gerne mal ein Videospiel zockt. Mit der 3060, das brauche ich euch nicht zu sagen, seid ihr natürlich bei den aktuellen Videospielen auch ganz vorne mit dabei. Und der Monitor ist auch ein 120-Hertz Monitor. Das heißt, eure Spiele laufen auch mit richtig flüssigen, großen FPS-Zahlen wunderbar. Und ihr könnt hier, nachdem ihr eure Bilder bearbeitet habt und draußen es vielleicht zu dunkel ist zum Fotografieren, nochmal eine gemütliche Runde zocken damit. Also das ist aber nur am Rande, das ist mit Sicherheit nichts, was für Fotografen wichtig ist. Aber ich habe eben festgestellt, dass viele von euch eben nicht nur fotografieren, sondern auch mal ganz gerne zocken. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, warum habe ich hier geschrien, als ich die Facts gelesen habe, oder warum habe ich mich so schnell umentschieden und habe gesagt, okay, ich brauche einen neuen Rechner. Formfaktor fand ich super spannend, etwas mehr Platz zusammen auf der Arbeitsfläche. Der Laptop-Monitor ist natürlich kleiner wie meine Monitore zu Hause und deswegen, wenn der einfach noch ein bisschen höher ist und ich die Fenster ein bisschen optimaler platzieren kann, für mich ganz wichtig. Großer Farbraum des Monitors, des Displays ist mir wichtig mit einer fast vollständigen Adobe RGB-Abdeckung und der Hauptkick ist einfach die interne Grafikkarte mit einer Nvidia 3060 mit der Studio-Plattform, die einfach dafür sorgt, dass gerade Rendering-Prozesse, also wie gesagt, die Adobe Suite profitiert extrem davon, hier deutlich schneller ablaufen. Deswegen von mir gibt es einen Daumen nach oben. Nochmal an der Stelle, ich bin kein Testlabor. Alle weiteren Deep Facts, technischen Spezifikationen und so weiter, ich verlinke euch die MSI-Seite hier drunter. Könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Wenn ihr noch praktische Fragen an mich habt, was das Arbeiten mit dem Gerät angeht, dann schreibt sie gerne unter das Video. Ich beantworte sie gerne. Und in diesem Sinne, sonnige Grüße aus dem heißen Afrika nach Deutschland. Und ja, wie gesagt, vielleicht ist jetzt der Z16 ja auch ein Rechner, der für eure Arbeitsweise genau richtig ist. Also, bis zum nächsten Video. Ciao.